Sierra ist der erste Trekkinder, den ich reite, und für mich ist sie etwas ganz Besonderes. Sie ist ein ganz einfühlsames Wesen und ich vergleiche sie auch immer mit so ein bisschen so einem Fabelwesen, weil sie fasziniert auch mit ihrer Ausstrahlung, zieht die irgendwie alle so in ihren Bann. Also Dallera ist wahrscheinlich das verschmusteste Pferd, was ich je hatte. Sie nimmt einen richtig ein, wenn man in den Stall kommt, und hat eine unglaubliche Präsenz. Sie ist sehr verschmust und ganz anhänglich. Der Sieg im Louisdor-Finale letztes Jahr war ein unbeschreiblich tolles Gefühl. Dieses Finale der besten Nachwuchspferde Deutschlands im Grand Prix-Sport zu gewinnen, war unerwartet und trotzdem unbeschreiblich toll. Und ich glaube, sie hat allen gezeigt, was in ihr steckt und dass sie wirklich eine ganz tolle Zukunft haben kann. Ich versuche, so viel Abwechslung wie möglich in unsere tägliche Arbeit zu bringen. Ganz viel Ausreiten, Grasen, Koppel geht sie sowieso jeden Tag, und dann Rennbahn, Platz, Wald. Einfach so viel Abwechslung wie möglich, dass sie mir einfach vertraut und dass sie einfach viel Freude an der Arbeit hat. Das merke ich ihr auch richtig an, wie dankbar sie dafür ist, dass ich eben so viel Abwechslung in den Alltag bringe. Bei der Lehrer ist es einfach so, dass sie zwar hochsensibel ist, aber gleichzeitig dann auch so eine coole Socke ist und es dann doch richtig machen möchte. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, ein paar Turniere wird sie noch brauchen, dass sie das Rampenlicht auch echt genießen kann. Aber ansonsten ist ihr ganzes Interieur wunderbar. Nobody does it better than us. Der Grand Prix Spezial in München war unglaublich. Ich hatte selbst so viele Gänsehautmomente, als ich geritten bin. Und ja, am Schluss hatte ich auch ein bisschen Freudentränen in den Augen, weil es ist schon etwas Außergewöhnliches, wenn man sowas fühlen darf. TSF Dallera BB gehört Frau Beatrice Büchler-Keller. Und ich bin sehr dankbar, dass Beatrice mir diese tolle Stute anvertraut. Meine sportlichen Ziele möchte ich jetzt so nicht direkt ausformulieren, aber ich glaube auf jeden Fall, dass der Lehrer das Potenzial hat, nicht nur einmal im Team zu sein für Deutschland, weil sie jung genug ist, und was dann noch möglich ist, fühle ich, und dann müssen wir einfach schauen, dass wir das auch aufs Parkett bringen. Nobody does it better than us.